Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Kamechaniker Simulator. So, wir suchen uns mal wieder hier zwei wunderschöne Fahrzeuge raus. Vielleicht auch ein paar mehr. Es wird jetzt hier. Nein! Jetzt wird es hier mal wieder so eine kleine leichtere Folge, sag ich mal. Ui, Dodge Ram haben wir jetzt auch dabei. Kann ja nirgends mehr hin, ne? Komm ja erstmal auf die Diagnosefahrt. Dass ich noch die letzten. Ne. Vier? Gut, da kann es jetzt natürlich tatsächlich sein. Dass ich da jetzt ein Fahrzeug. Keine Ahnung. Wir fangen mal an. Die beiden sind meine ersten Fahrzeuge. Ihr kriegt jetzt ein ungewolltes Tuning. Nee, geht leider nicht. So, was war denn bei dir, mein Newtstar? Bremsen. Das heißt natürlich erstmal wieder alle Reifen ab. Oh ja. Ich frage mich, warum das immer zu Anfang leckt. Ach komm. Okay, hätte. Alter Schwede. Habe ich ein Level eigentlich, was ich nochmal vergeben kann? Will ich mal ganz kurz gucken. Nö. Nee, das nicht. Was wollte ich gucken? Ah, das hier. Ich glaube, das hat mal zuletzt geholt. Ah ja, genau. Das wollte ich mir jetzt holen, aber. Naja. Geht nicht. Ja, cool, wenn wir hier irgendwie wirklich so unvollständigere Autos bekommen. Aber gut, da habe ich mir so wieder gerade in dem Augenblick gedacht, wenn wir uns vom Schrottplatz Fahrzeuge holen, hat man genau das Gleiche. Darum mache ich hier immer lieber sowas hier. Oh ja, vorne. 48, muss ich mal kurz gucken. 47. Okay. Ist hier wieder schnell gemacht. Kriegt er die wieder drauf? Ich dachte wenigstens die Bremse, die ich gerade drauf gemacht habe, dass die auch neu soll. Ah nö, der Kunde ist da nicht so. Der denkt hier auch so. Fuchsiert er noch, bremst ja noch. Halt, jetzt hab ich was falsch gemacht, ne? Immer sparen, sparen wo es nur geht. Wir wollen ja wieder unsere 700.000 haben. Scroll doch mal. Jetzt mach das. ran. Aber das ist hier eigentlich Mercedes, muss ich mal kurz gucken. Ja, tatsächlich ist es wirklich Mercedes. Ich finde immer noch schade, dass die Bremskolben nie kaputt gehen, aber wirklich ultra selten vielleicht auch nur. Finish, ne? Ja, Finish, das ist doch gut. Das ist ein Witz. Okay. Und du kommst jetzt erstmal auf die 1. Was war denn mit dir? Leiser Auspuff, okay. Okay. Das war's. Oh ne, ein Teil ist da noch. Ah, hier das da.
der Abias-Kümmer. Und erstmal brauchen wir hier wieder einen Mittelschalldämpfer. Standard natürlich. So. Treiben wir mal das Ding runter. Perfekt. Na. So. Wieder anbauen. Okay. Bleib mal. Klick. Perfekt, du wirst... Ey, wieder verkauft. Oh mein Gott, 460. Das ist doch kein Geld. Was war mit dir? Bremsen. Auspuff, komm. Draufge... Alter Schwede. Porsche sogar. Und das klingt doch mal nach Geld. Wie weiß ich? Ich finde die Autos, die sind... Weiß ich nicht, ich finde die echt schick. Diese Kastenwagen von damals. Ich weiß nicht. Keine Ahnung warum. Da fragt er den Falschen. So. Oh nein, Corona. Oh, 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 oh. Bremsen, doch, okay. Alter Schwede. Wieso. Was ist denn mit der Maus los? Versucht da, genau. Oh. Oh. I'll be there. Boah, jetzt haben wir hier aber viel Müll, nenne ich es mal. Die 2020er Felgen hier. Oh weia, oh weia. Okay, das sehe ich so schon. Da brauche ich nicht mal hier mal ein Diagnosetool rausholen. Das ist mein Perlmaß. Alter Schwede. Obwohl, die sehen eigentlich doch noch ganz gut aus. Ja, ein bisschen mit Schleifpapier drüber und dann ist gut. 77. Wie viel nimmt denn der? 65. Nicht, dass dann nachher heißt, ey, die haben zwar noch 65, aber pack mir mal neue dran. Oder besser. Einmal kurz rüber. Oh. Da sehe ich ja noch was. Ach, gut. Mehr brauche ich gar nicht testen. Ich brauche nicht mal aufs Fahrzeug innere, in die Fahrzeugbeschreibung zu gucken. Stimmt, steht hier überhaupt was? Nee, ich glaube, das stimmt, das stand halt immer dabei Auftragsdetails. Oh. Da gehen die Bremsen weg wie nichts, ne? Wie warme Semmeln. Alter Schwede. Muss wieder neu kaufen. So, mein Jutster. Dann fahre ich dich mal wieder runter. Dich fahre ich mal hoch. Das ist auch so ein lauter Auspuff, das hat doch nichts mit dem Auspuff zu tun. Unter der Batterie. Das teste ich jetzt mal. Okay, gut. So, der Rest, den lasse ich mal. Du nimmst bis 65, genau, 65. 65 zum ersten. 65 zum... Geil. Ah, schade. Und du bist... Finish. Gut, hier kriege ich ein bisschen mehr Geld. Beziehungsweise. Wegen ABS. Das
Alter Schwede, wo ist die Maus? Nö. Noch nicht. Habe noch ein bisschen hier, ne? Ich nehme alle Aufträge an, die leicht sind. Du hattest Problems with the Auspuff. Ist sie schon. Das war's. Das war's. Mann! Dich habe ich nicht. Dich habe ich nicht. Das war's, ne? Kann ich was reparieren? Oh, beim Vorbei. Doch nicht. Nö. Alter, jetzt geh doch mal hoch. Mach's mich fertig hier. So, erstmal kurz hier das. Der Abgas. Krümmer B6C. Kling. Kann man Porsche eingeben? Ne. Okay. Entschall D. Da brauche ich hier den. Boah, sogar drauf. Jawoll. Flammrohr habe ich noch nicht. Super. Ey! Das dahinter. Oh nein, ich muss die Schrauben. Ach, geht doch so oder nicht? Flammrohr. Boah, ich hab keine Einkaufsliste hier. Und weg mit dir. Du bringst wenigstens ein bisschen Geld. Oh, schick. Sonst nix. Ah, du bist auch Auspuff. Hoppla. Oh. Ich überlege gerade, ist hier ein DLC, hier ist ein DLC dabei, dann mache ich das mal. Komm, nehmen wir doch nochmal Feder mit zu. Oh. Hab noch ein bisschen Zeit. Will jetzt hier auch nicht nur 11 Minuten Folgen machen. Okay, bis ich hiermit fertig bin, vielleicht 13. Ich beeil mich jetzt. Jetzt mache ich hier mal. Jetzt arbeite ich hier für 2. Abgaskümmer. R6A, brauche ich nicht hinzufügen. Hier, komm, lass. Scheiße. Was? Abgaskrümmer, doch war richtig. Abgaskrümmer. So. Ran mit dem. Scheiße, okay. Bis 13 schaffe ich es nicht. Weil das Spiel so langsam ist. Guck mal, wie langsam da reinschraubt. Normalerweise zack, 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 zack. Okay, Mittelschalldämpfer brauche ich auf jeden Fall. Nein! Jetzt wollte ich mal schlau sein. Jetzt wollte ich mal wirklich fix sein. Kann wieder ab. Oh, ist das ärgerlich. Das ist dolle ärgerlich. Oh, ist das ärgerlich. Unglaublich. Ich glaube, ihr saßt es gerade vor dem PC und habt ja schon so gedacht. Was macht der da? What the? Ne? Fernseher. Ja, ja, du kommst. Bolt Reptilia. Das ist ärgerlich. So, R6A. Und der Mittelschalldämpfer hier mal wieder. Ich hoffe, der Standard. Ich mach's mal. Der ist ja trotzdem öfters. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Das seht ihr. Das seht ihr. Eine Minute Verzögerung. Das geht. Das ist alles noch im Grün. Ob der Kunde jetzt eine Minute länger wartet oder nicht. Oder vielleicht noch zwei.
würde ich in Real nichts sagen gegen. Zack, 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 habe ich gesagt. 445. Okay, komm. Der Federn und dann holen wir uns das Blaue. Ich hoffe hinten, das wäre natürlich nice. Ja, könnte sogar hinten sein. Oder? Nee, nicht verkaufen. Angucken. Okay. Das ist es tatsächlich schon mal nicht. What? Die Dinger sind ja noch, die sehen ja noch wirklich gut aus. War da nicht Federung irgendwie markiert? Das sieht ja auch wirklich alles gut aus hier. Ne, Bremse, das ist Quatsch. What? Der Fang zieht zur Seite und halt nicht der Spur. Ist auch nichts verrostet oder so. Nee, das will ich jetzt wissen. Achso, ich kann damit mal kurz auf die Dings. Auf die. Nein, nicht parken hier auf die Ding. Ist bereit. Oh! Natürlich haben wir noch einen Bremser. Verdammt. Ich hab die komplett vergessen, Minutester. Hätte ich jetzt echt vergessen, dann werden wir mit in die nächste Folge. Das ist natürlich doch doof, dass wir den ja auch noch haben. Aber, naja. Okay. Vorne nicht. Ich meine, andere. Was? Katalysator. Laut beim Beschleunigen, ach geil. Okay, haben wir Glück gehabt. Haben wir echt Glück, das geht ultra schnell. Katalü. Das war's schon, wir sind schon fertig so gesehen. Hammer. Das war schnelles Geld. Geil. Bin ich jetzt auch ganz, ganz froh drüber. So, hier sind auch nur zwei Sachen, die nicht funktionieren. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, 64er. Ach, die Bremsen, ja, sind da Federn jetzt. Jetzt muss ja irgendwo was sein. Irgendwo muss eine Differenz. Okay, vorne nicht. Hinten auch nicht. WTF? Schade drum, aber dann muss er auf die Teststrecke. Ich will's wissen, was das jetzt ist. Und das ist ein DLC-Auto. Wir fahren das erstmal mit einem DLC-Auto. Ach, ärgerlich.
Das muss ein perfekter Drift werden, komm. Alter, war der gut. So, jetzt Lenkung. Das heißt, hier muss er ja eigentlich... Das lag jetzt wirklich nicht an mir. Ich hab gelenkt. Komm, wir machen mal die Außenansicht. Oh Gott, gibt's ja wirklich. Oh, die kann man nicht bewegen, die Außenansicht. Die ist halt einfach da. Donut! Bam. Oh. Ein Bremstest brauche ich gar nicht. Alter, wenn der Kunde das wüsste. Lustig. Ich glaube, der sagt nicht auch lustig. Der sagt wohl eher. Naja. Alter. Really? Da wäre ich nicht, da hätte ich nicht mal nachgeguckt. Er hält seine Spur nicht. Als ob das. Jetzt mal Real Talk. Als ob das in irgendeiner Art und Weise wirklich so die Spur nicht hält. WTF. Mag sein, dass es wirklich so ist, aber das würde ich gerne wissen. Also das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Weil alter Schwede. Geil, kriegt da sogar Schmutz. Hier nicht. Befestigungsbuegel. So, weg mit dir. Danke für $26, alter Schwede. Das war das längste Auto, durch, was wir jetzt hatten, aber okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, aber die mich gibt und oben. Schreibt in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.